Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Space 3, Folge 14. Also. Bodenmannschaften, Bauteams, Pipeline, Versorgungszonen, also Dienste dieser verdammten Ausgrabungsstätte. Sie haben dort etwas Interessantes gefunden, aber niemand redet darüber. Man erkennt sofort, welche Soldaten bei den Ausgrabungen waren. Sie sehen jetzt fast schon gebrechlich aus, als haben sie das, was sie gesehen haben, in 40 Jahren älter und alter müssen. Beginn der Aufzeichnung Text Week SCAF ISC 30593 TV U213 an TVA 2 AS9 PVT Samuel Ackermann. Keine Ahnung, ob ihr drüben bei AS9 noch was in der Speisekammer habt, aber diese Verköstigungseinheit ist ziemlich klamm. Sergeant George Korchman, verstanden, PVT, habe ein komplettes Platoon hier, das durchfüttert werden will, aber es gibt nicht genug Essen. PVT Samuel Ackermann, was ist mit dem Lager? Da drin müssen noch Rationen sein. Kommen Sie, rücken Sie für einen hungrigen Soldaten den Schlüssel raus. Sergeant George Corney, sorry, Ackermann. SFC Lomi hat das Sagen über die Rationsabteilung. Ich bin mir sicher, dass es uns eine frische Vorräte schickt, sobald er kann. Bis dahin müssen Sie wie der Rest von uns den Gürtel enger schnallen. Ende der Aufzeichnung. Hier ist die Aloha Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Hier ist die Aloha Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Ah!
Buckle. Isaac. Hol mich der Teufel. Wo sind denn die anderen? Sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kamm. Wir haben Schneeanzüge gefunden. Aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Unten im Keller könnten noch welche sein. Könnten? Der Aufzug ist hinüber. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche, also haben wir nicht nachgesehen. Buckle. Kapitel 9 vorwärts, Wegstation. Beschichtung, neue Platte, Platine gefunden, zwei schadenlos kleinen Vollrate. 106, 335, 676, 495, 191, 31. Hier spricht Private Sam Ackerman, 41. Engineering. Hab Ihnen gesagt, Sie dürfen die Infizierten nicht essen. Sie fingen an, sich zu verändern, wurden lichtempfindlich. Meine Taschenlampe allein reichte, damit Sie durchdrehten. Ich habe den Aufzug deaktiviert, um Sie dort unten einzusperren. Möge Gott Ihrer Seelen gnädig sein. Thank you.
Persönliches Log, Sam Ackerman. Seit 3 Tagen verstecke ich mich, mucksmäuschenstill im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austricksen. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen nach. Ackerman! Bist du da? Oh Gott. Ich rieche dich. Ich rieche frisches Fleisch! Aus dem STAF Legionärsanbruch. Temperaturen unter Null überleben. Wenn Sie das Gelände verlassen, müssen Sie einer arktischen Überlebensanzug tragen. Egal wie lange Sie sich draußen aufhalten, das ist ein Befehl. Es werden keine Ausnahmen geduldet. Benutzen Sie keine Anzüge mit sichtbaren Gebrauchsspuren wie auch abgenutzten Nähten, Rissen oder losen Helmdichtungen. Bringen Sie diese Anzüge direkt zur Materialausgabe. Ein Loch so klein ist auf Seimar reicht schon aus, um die Kälte reinzulassen, was in weniger als einer Minute zum Tod führt. Der Einsatz von Katheter und Darmsystem ist Pflicht. Sollten Sie sich eine längere Zeit draußen aufhalten müssen, können die Körperflüssigkeiten die Isolierung des Anzuges beeinträchtigen. Katheter und Darmsysteme werden nach jeder Benutzung sterilisiert und sind absolut sicher. Halten Sie die Dichtung Ihres Anzugs jederzeit eisfrei und befreien Sie Ihre Stiefel nicht durch Ausstampfen von Schnee, da die Vibration die Katheter und Darmsysteme bestätigt. Das war's für diese